finde das toll, dass diese Partei, meine Partei, den Mut und die Kraft hat, in eine coole Location zu gehen. Das heißt, der Kampf um gerechte Löhne zuvor ist mindestens genauso wichtig. Und wir haben festgestellt, erstens brauchen wir einen stärkeren Einigungsprozess. Wir haben festgestellt, wir brauchen eine europäische Identität. Jetzt kann ich mal ganz kurz machen und festgestellt, dass wir ein soziales Europa brauchen. Vielen Dank, lieber Markus. Dann ein Applaus für dich. Denn wir haben ja festgestellt, Sicherheit hängt auch vom Gefühl. Fühle ich mich wohl in meinem Umfeld? Fühle ich mich sicher in meinem Umfeld? Ist es da schmutzig? Ist es da sauber? Fängt beim Frauenbild an, also selbst bis hin zur Gleichberechtigung. Wenn wir das, was wir heute hier gemacht haben, sozusagen eine Politikwerkstatt, so ein kleines Fest der Demokratie hier in der Gelsenkirchener Altstadt, wenn wir das übertragen auf zum Beispiel die Bundesebene, dann werden viele Probleme, glaube ich, gelöst, weil da Menschen zusammenkommen, ihre Meinung sagen und miteinander sprechen statt übereinander. Und das ist jedenfalls mein Fazit. Deshalb an euch alle ganz, ganz herzlichen Dank. Schön, dass das möglich war.